Ja, moin, meine Meister und Meisterin, und was geht Kryptogang an diesem wunderbaren Samstag? Ich habe euch gestern in einer Instagram-Fragerunde gefragt, welchen Coin oder welche Kryptowährung halt ihr im nächsten Video, sprich dieses, sehen wollt und hören wollt, was ich dazu sage. Dann passiert immer Folgendes, Freunde, hunderte Brudis und Schwestis von euch, die knallen mir ein paar Namen rein und mein Bruder schaut sich am Ende immer an, A, wie viele Nachrichten sind reingekommen und B, welcher Coin wurde am meisten genannt. Teilnehmer hatten wir 422 und am öftesten genannt, nämlich 46. 46 Mal wurde das gute Projekt SingularityNet mit dem Ticker AGIX, kurz AGIX. Und die Vorstellung plus Prognose am Ende, die findet heute etwas anders als gewohnt statt, Freunde. Erkläre ich euch aber alles nach dem Intro. Ich würde sagen, Abfahrt. Hello, Crypto Gang, greeted from Savox. Okay, let's go. So. Ihr wolltet SingularityNet aka AGIX sehen und natürlich war auch mir das Projekt im Vorfeld jetzt nicht wirklich unbekannt. Ich kenne AGIX und habe mich auch in der Vergangenheit damit befasst, weil ich mir die Frage gestellt habe, ob das für mich ein potenzielles Investment wäre. Hab aber nicht investiert, so viel nehme ich jetzt schon mal vorweg, eventuell aber mit einem kleinen Plot-Twist am Ende, Freunde, aber erstmal der Reihe nach. Freunde, ich muss jetzt einmal direkt vorweggreifen, dass SingularityNet ein riesiges Projekt ist mit unfassbar vielen sehr technischen und komplizierten Einzelheiten und auch, ich würde es Spielereien nennen. Warum Spielereien, das werdet ihr gleich verstehen, weil wenn ich mir Videos zu AGIX von anderen YouTubern beispielsweise angucke, was ich auch im Vorfeld dieses Videos nochmal getan habe, um nochmal so ein bisschen aufzufrischen, was da so war, weil das ist ein bisschen her, wo ich mir das angeguckt habe, dann versuchen die immer sehr spezifisch in die Materie reinzugehen und hängen sich auch ziemlich lange auf an Dingen, die das Unternehmen halt sonst so macht, die für uns als Krypto-Interessierte, die ja was von der Kryptowährung wissen wollen, eigentlich nicht wirklich viel von Relevanz sind. Aber die sind ziemlich beeindruckend. Deswegen hebt man das immer so hervor und man lässt sich da viel leiten von diesem Wow-Effekt. Wisst ihr, was ich meine? Was? Das machen die? Die haben einen Roboter? Und da habe ich eigentlich schon ausgesprochen, was ich meine, liebe Freunde. Wir machen das heute sehr, sehr vereinfacht, weil es dann einfacher ist, sich das Wesentliche vorzustellen, weil das Ganze drumherum zu erklären artet in einem wirklich wahrscheinlich in einem 45 Minuten Techniklachs aus und am Ende reden wir irgendwie 4 Minuten über die eigentliche Kryptowährung an sich und der Rest geht drauf für das Drumherum. Ihr müsst euch das, während ich das hier im Hinterraum mal so ein bisschen laufen lasse, ihr müsst euch das vereinfacht so vorstellen. Es gibt einmal Singularity an sich als, ja, ich würde jetzt sagen Tech-Unternehmen und einmal AGIX, also als Kryptowährung. Und Singularity als Unternehmen ist schon krass, also wir reden von brutal krass für die heutige Zeit, weil die stechen da so genau in die Sparte. Die haben einen fucking Roboter entwickelt namens Sophia, den wir jetzt gerade hier schön im Hintergrund sehen, der einfach eine Staatsbürgerschaft bekommen hat. Ist kein Witz, Freunde. Also alles bei diesem Unternehmen dreht sich eigentlich um das Thema künstliche Intelligenz. Hier fallen unfassbar viele verschiedene Begriffe wie AI, AGI und so, aber das würde jetzt tatsächlich die meisten einfach vom Wesentlichen ablenken. Und also der Oberbegriff, dabei bleiben wir, ist künstliche Intelligenz. Darum dreht es sich im Prinzip. Und die haben halt diesen krassen Roboter entwickelt. Und wenn ihr euch Videos zu AGIX anguckt, von anderen YouTubern, sage ich jetzt mal, dann geht es meistens zum großen Teil um eben diesen Roboter. Das hat aber so gut wie nichts mit der Frage zu tun, ob AGIX an sich für uns ein lohnenswertes Investment ist. Das wollen ja eigentlich so die meisten im Grunde wissen, denke ich jetzt mal. Also lassen wir diesen Teil tatsächlich weg. Also wenn ihr euch sehr für diesen Roboter interessiert, dann findet ihr massig Videos dazu. Wir lassen den einfach weg und umgehen alle sehr technischen und komplizierten Fachjargons, um auf den Punkt zu kommen. SingularityNet hat neben ihrem, ich würde schon fast sagen, Hauptbusiness mit Sophia und all den Robotergedöns und so und die Verknüpfung mit anderen künstlichen Intelligenzen ihre gleichnamige dezentrale Plattform. Und hier spielt jetzt auch die Kryptowährung AGIX endlich eine für uns sehr, sehr wichtige Rolle. Das ist nämlich so das Herzstück. Die Grundidee ist, dass man einen dezentralen Marktplatz, auf den wir jetzt hier mal klicken, schafft und bereitstellt für Unternehmen und Startups und Einzelpersonen meinetwegen, die künstliche Intelligenzen und Dienstleistungen in dieser Branche entwickelt haben, die sie halt anbieten wollen und an den Mann bringen wollen. Welchen Vorteil hat das, Freunde? Also was ist jetzt der Use Case daran? Ein Marktplatz bringt ja immer den Vorteil, dass wenn jemand etwas sucht, er hier weiß, dass er alles aus diesem Bereich gebündelt an einem Ort finden kann. Das ist schon mal gut. Das ist ein guter Benefit. Denn das Problem in diesem Business mit künstlichen Intelligenzen und derartigen Dienstleistungen ist, auf dem freien Markt, Freunde, werden solche kleinen Tech-Anbieter und Entwickler sofort im 0,nichts von riesigen Tech-Giganten wie Meta oder Google oder anderen Big Playern geschluckt und aufgekauft. Keine Ahnung, wie die sich alle heute schimpfen. Da reicht eigentlich ein kurzer Blick, wie gesagt, hier auf dem Marktplatz, hier, um das anschaulich zu erklären. Wir haben hier halt verschiedene Dienstleistungen, die wir finden können. Und nehmen uns jetzt nur mal den hier.
Detect Faces. Ein Face-Detektor für eure Bilder. Also wenn du, warum auch immer, verhindern willst, dass jemand dein Gesicht da ausschneidet oder screenshottet oder whatever, um es für missbräuchliche Zwecke zu benutzen, in welcher Form auch immer, dann kannst du dir diese Software hier runterladen. Die wurde gemacht vom guten Mohammed Arthur Gontigo und der hat die auf dem Marktplatz von SingularityNet gepackt hier. Stellt euch vor, das wäre jetzt eine einzigartige Neuheit an Technologie, was es nicht ist, kurz gesagt an der Stelle. Sowas gibt es schon. Aber stellt euch jetzt einfach nur mal vor, das wäre es. Wo soll der gute Mann das anbieten? Das wird nicht lange dauern, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Dann kommt ein riesiges Tech-Unternehmen wie Facebook, nimmt sich den Scheiß und Arthur bekommt eine vergleichsweise kleine Entschädigungspauschale und das war's. Dann gehört das Teil Facebook bzw. Meta und die machen dann damit, was sie wollen. So machen das eben die riesigen Marktführer da oben an der Spitze der Nahrungskette, so in diesen Tech-Businesses und so. Jetzt aber kann Meta das nicht mehr, weil wir befinden uns hier auf dem, wie eben schon gesagt, dezentralen Marktplatz von SingularityNet und das Ding ist jetzt geschützt und jeder, der das benutzen will, der kann das natürlich auch tun. Er zahlt dafür aber einen fairen Preis und das in Form von AGIX und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Use Case beziehungsweise beim Haupt-Use Case sozusagen, betrifft natürlich immer mehrere Sachen, aber das ist so der Haupt-Use Case von der Kryptowährung an sich, interne Zahlung im Netzwerk abwickeln. Keine Weltneuheit, Freunde, ist in anderen Netzwerken ja auch nicht anders. Also das Ziel von SingularityNet ist es, das Thema künstliche Intelligenzen und Blockchain zusammenzubringen, Lösungen zu finden und damit den Wettbewerb dezentral und fair zu machen. Und so Ziele wie wir wollen die globale Plattform werden. Das lassen wir jetzt mal wirklich weg, weil ich komme ohne viel Gelaber direkt zu meinem etwas großen Aber. Ja, ich habe tatsächlich ein Aber, auch wenn bis an der Stelle echt alles super klingt. Großbild activated, Freunde. Keiner darf sich heutzutage die Illusion machen, dass wir bei dem Thema künstliche Intelligenz und Automatisierung auch nur annähernd schon 5% unserer Historie erreicht hätten. Ja, wir Menschen, wir sind tatsächlich geneigt zu glauben, wir sind immer schon extrem weit bei allem, was wir machen. Also als man damals die ersten funktionierenden Propellerflugzeuge aus Pappe meinetwegen gebaut hat, die noch reihenweise abgestürzt sind, da hat man auch geglaubt, wir sind auf dem Gipfel der Luftfahrt angekommen. Heute schießen wir Raketen zum Mars und teilweise auch aus dem Sonnensystem raus und so. Ihr versteht aber vermutlich, was ich damit sagen will. Das Thema KI ist noch ganz am Anfang. Wir werden irgendwann, Zeitraum unbemessbar, in einer voll digitalen und automatisierten Welt leben, wo die Kaffeemaschine laufend sprechen und selbst reden kann. Vermutlich wird die auch dein fucking Katzenklo reinigen. Also IOTA und Bosch sind an solchen Geschichten ja schon dran, jetzt nur mal überspitzt gesagt. Was ich aber sagen will ist, wir können uns heute noch gar nicht ausmalen, wo das Thema KI und Digitalisierung noch hingehen wird. Was für ein unahnbares Level an Technik wir noch erreichen werden, über unsere aller Lebzeit hinaus. Ja. Und der Prozess dahin, Freunde, das sind Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte meinetwegen. Und da wir erst so am Anfang sind, ebenso auch mit Blockchain und Krypto, wie ihr wisst, wir sind ganz am Anfang, können wir heute noch nicht logisch einkalkulieren, welche neuen Technologien und Big Player da eventuell noch auf uns zukommen, die es heute noch lange nicht gibt. Das spricht zum einen für das Projekt, als auch temporär dagegen. Pass auf, vom heutigen Standpunkt aus gesehen, ist Singularity schon sehr weit und ja, gut aufgestellt. Jetzt mal Perspektive als Kryptowährung, die dickste Partnerschaft, die so haben, ist mit Cardano, was ich als miesen Pluspunkt hervorheben möchte. Ich sag ja immer noch, Freunde, dass ihr mir alle Cardano unterschätzt und in meinen Augen eins der größten Dinge unserer Dekade werden wird. Da bin ich wirklich überzeugt von. Und Singularity lagert mittlerweile schon viel von ihrem eigenen Schaffen so an Cardano aus und die machen so ein bisschen Hand-in-Hand-Business, okay. Dazu können wir mal ein eigenes Video machen. Das wäre jetzt wieder viel zu viel für den Hauptaspekt, den wir hier behandeln wollen. Hier geht es jetzt aber um eine abschließende oder erstmal vorrangige Prognose. Die wollen die meisten ja vermutlich haben, denke ich jetzt einfach mal. Wir haben Rang 293 und wenn wir uns Etherscan angucken, sind wir hier mit einem Total Supply von 100 Milliarden Coins unterwegs, wovon so rund 97% im Umlauf sind, auf knapp 31 Holder aufgeteilt. Gegründet 2017, liebe Freunde, und wir haben eine kleine, süße Market Cap von 43 Millionen Dollarkist. Das ist ja heute nichts mehr, also ist auf jeden Fall noch ein schön kleines Projekt. Ach, und vielleicht interessiert es ja jemanden, ist ein ERC-20 Token. Es läuft aber ein Teil auf Ethereum und einer auf Cardano. Das ist ein etwas tricky zu erklären, aber wie gesagt, dazu bald mal gerne ein eigenes Video, wenn ihr da Interesse dran habt. Und wir rangieren momentan zu Anfangskursen bei rund 0,04 Dollar Cent. Und ich komme direkt dazu, für wen die Geschichte hier etwas ist. Für Paperhands? Nein. Einfach komplett nein.
Leute, die nur in diesem Markt sind, um schnell die dicke, fette Rendite zu bekommen, für die ist AGIX definitiv nichts. Denn alles in diesem sehr technischen und künstliche Intelligenz angehauchten Projekt ist sehr an dem Prozess gekoppelt. Und dieser Prozess, der ist langsam. That's it. Die Währung an sich, die ist ja dafür da, um im Haupt-Use-Case Transaktionen und Gebühren auf dem Marktplatz respektive dem Netzwerk zu bezahlen. Und das Potenzial für hohes Volumen ist ja da. Wenn sich der Marktplatz aber als der Marktplatz für KI und so durchsetzt und nachhaltig etabliert, kommen mehr Projekte auf dem Netzwerk von Singularity, dann kommt auch mehr Volumen. Klar, logisch. Der Token wird dann im Umkehrschluss mehr genutzt und das steigt dann halt im Preis. Prinzip, Angebot und Nachfrage, eigentlich ganz einfach. Ich sehe aber, wie gesagt, auch die Gefahr, dass das nicht passieren könnte, weil eben der Prozess so lang ist, nicht berechenbar oder kalkulierbar ist und wir nicht einschätzen können, welche Big Player sich noch in die Sparte setzen werden. Erfolgreich oder minder erfolgreich spielt jetzt erstmal keine Rolle. Schlecht wäre für Singularity, wenn jemand kommt, der sehr, sehr erfolgreich damit ist. Und da kommen wir dann jetzt zu den Diamond Hands, also die Leute, die sich bewusst sind, dass sie das Geld auf lange Zeit in dieses Projekt anlegen. Für die könnte, ich betone es, könnte das hier etwas sein. Aber hier, und das möchte ich ganz klar betonen, sind wir definitiv im Hochspekulationsbereich unterwegs. Das hier ist nicht Bitcoin. Bei Bitcoin kann ich jetzt als Diamond Hand, der lange hält, mit ruhigem Gewissen sagen, egal was gerade auf dem Markt los ist, ich weiß, dass Bitcoin in 10 Jahren noch die 1 ist und ich mein Kapital vermutlich verzehnfacht habe oder noch mehr. Hier, bei SingularityNet, bei so einem kleinen Projekt, hast du das auf gar keinen Fall. Eben wieder aufgrund des Prozesses und der Entwicklung dieser spezifischen Branche, die einfach nicht kalkulierbar und einschätzbar ist. Das war tatsächlich auch der Grund, warum ich mich mit Standpunkt damals gegen einen Invest entschieden habe. Also nur wirklich für mich persönlich, Risikomanagement halt, ja. Das hat ja jeder anders. Jeder hat da so andere Maßstäbe, die er sich nimmt und so ein bisschen aussortiert. Für mein persönliches Risikomanagement habe ich damals entschieden, das ist mir zu spekulativ. Weil mir bewusst ist, ich muss das Geld hier sinnvoll gesehen auf viele Jahre anlegen. 10 oder 15 Jahre, im besten Fall sogar noch länger. Und kann aber gleichzeitig in keinster Weise einschätzen, wo die Reise hingehen wird. Wer aber diese Spekulation eingehen will, ich denke, der ist hier mit guten Chancen tatsächlich auch dabei. Und auch ich wurde jetzt durch die Fragerunde auf Insta wieder auf das Projekt aufmerksam und habe den Kurs gesehen. Na, gehen wir nochmal auf den Kurs. Machen wir mal einen Jahreschart und dann sehen wir mal, wo wir sind. Ne? Der Kurs ist eigentlich viel zu verlockend, als dass ich jetzt nicht vielleicht verschmerzbares Kapital, also wirklich nicht viel, wir reden hier vielleicht von ein paar hundert Euro oder so, bisschen da anlege und das Geld für 10 Jahre oder so abschreibe und einfach mal gucken, was so geht. Ich rate aber ausdrücklich niemandem dazu. Das ist ein Hochspekulationsgeschäft, was wir hier gerade vor uns haben. Das sind aber auch wieder nur meine eigenen Gedankengänge. Das darf man wirklich nie vergessen. Ich spreche aus der Ich-Perspektive. Aber ja, abschließende Prognose zu SingularityNet aka AGIX. Ich glaube, das Ding könnte ein 100, meinetwegen realistisch gesehen tatsächlich ein 200x hinklatschen. Das dann aber wirklich auf ganz, ganz lange Zeit, dass wir uns jetzt hier nicht missverstehen. Wenn sich die Branche proaktiv um Singularity entwickelt und der Marktplatz wirklich zu der Mainstream-Plattform in dieser Szene wird, sollte das aber wiederum nicht passieren. Aus Gründen wie, wir spekulieren jetzt mal dumm rum, Meta kauft Singularity jetzt, weil die halt genug Kohle auf den Tisch legen und Singularity dann schwach wird oder so. Oder, keine Ahnung, es kommen andere neue Blockchain-Projekte, die bessere Lösungen als Singularity anbieten. Das wissen wir ja, wie gesagt, heute nicht. Das ist nicht einschätzbar. Dann wird das nichts. So einfach kann man das sagen. Das sollte definitiv bitte jedem bewusst sein. Und wenn ihr das seid, Freunde, Großbild Activated, dann ist auch alles gut. In diesem Sinne, packt mir gerne eure Meinung zu SingularityNet, aka AGIX, geiler Name, gerne in die Kommentare und sagt mir, was ihr von dem Projekt haltet. Würdet ihr mir recht geben oder würdet ihr sagen, nein, du siehst das völlig falsch, du bist doch so ein Dulli, hast gar keine Ahnung von Krypto. Und alle, die neu da sind, die dürfen unabhängig davon gerne einmal unten abonnieren, dem Video ein Like geben, ist wichtig für den Algo-Bärenmarktphase. Äfft uns alle ziemlich in den Ass und ja, das mögen wir natürlich nicht. Also aus YouTuber-Sicht gesehen, euch kann es ja eigentlich egal sein, aber wenn ihr gute Menschen seid, bitte, ich flehe euch an, so dies, das, bitte Like, Abo, kommentieren, voll geil für den Algo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren und genießt jetzt noch das Restwochenende. Freunde, ich würde sagen, ich babbel doch schon wieder viel zu lang. Ich bin raus. Küsschen aufs Nüsschen, no homo, reinhauen. Wir müssen nicht viel reden, alles klärt sich safe. Denn Probleme, die ich früher hatte, klär ich heute mit Geld. Es ist nicht mehr so wie früher, Mann, verstehst du das nicht, Babe? Wir sind ackern 30 Tage in einem Monat für den Safe.
Wir zerbrechen uns selbst, wir sind Gefangene, so. Sie macht alles für mich.